Ja, wir haben heute hier zu Besuch den Jan von der Firma Boss. Und zwar stellt er uns heute den AD2 vor, den Acoustic Preamp. Ja. Ja, richtig. Den haben wir gerade schon schön gehört. Mhm. Ich würde sagen, eigentlich um zu hören, was er wirklich macht, muss man ihn eigentlich mal ausschalten, weil das, was er tut, ist relativ schwierig wahrzunehmen. Deswegen strumme ich einfach mal irgendeinen Akkord. Genau, schon machen wir erstmal nochmal mit. Okay, erklär mal, was passiert da, was geschieht da im Detail? Okay. Im Endeffekt hat er ja nur drei Regler. Es ist nicht so viel, was passiert. Aber ich habe hier natürlich den Ambience-Regler. Klar, der macht Hall. Den können wir jetzt auch komplett wegdrehen. Das ist halt einfach ein Hall. Da kann ich die Lautstärke von dem Hall regeln. Mhm. Dann habe ich natürlich, was jeder Akustikgitarrist auf der Bühne kennt, ist einfach Feedback. Und Feedback ist immer schwierig zu eliminieren. Deswegen haben wir hier Notch-Filter eingebaut, der relativ breitgradig rauszieht. Das heißt, ich habe wenig Schwierigkeiten, die Frequenz tatsächlich zu finden. Und wenn ich mal kein Feedback habe, ich persönlich arbeite gern damit, auch um einfach irgendwie unangenehm klingende Frequenzen rauszuziehen. Das geht mit dem Teil auch ganz gut. Mhm. Und das Wesentliche eigentlich daran ist natürlich diese Acoustic Resonance hier. Der arbeitet so, dass er sagt, er hat verschiedene Equalizer-Einstellungen, die ich hier per Drehen quasi abrufen kann, die relativ extrem sind, die allerdings mit so einer Art Multiband-Kompressor wieder gegengeregelt werden. Also das ist im Prinzip ein gegensätzlicher Effekt. Das hört sich erstmal unlogisch an, aber was ist es, was es macht? Im Endeffekt kannst du dir mit solchen Geschichten die Resonanzen von der Gitarre wiederherstellen, die dir der Pickup kaum oder bis fast gar nicht eben einfach wiedergibt. Das ist genau das, was er tut. Mhm. Das heißt, wenn du das Teil einschaltest, klingt die Gitarre eigentlich oftmals natürlicher, als sie das nur über den Pickup tun würde, über den Verstärker. Es gibt Verstärker, wo das eingebaut ist, von uns zum Beispiel, der ACS-Amp. Oder für jeden, der jetzt keinen ACS-Amp zu Hause hat, der ist mit so einem Teil, dem ist mit so einem Teil einfach geholfen, wie man es gerade gehört hat. Und ich kann auf unterschiedliche Situationen reagieren. Also die Gitarre, die du jetzt in der Hand hast, hat zum Beispiel einen Piezo-Tonabnehmer und ein Mikrofon eingebaut. Okay. Das sind beides unterschiedliche Situationen, auf die man reagieren können muss. Das können wir gerne gleich mal machen. Und natürlich, ich sag mal, es gibt auch unterschiedliche Qualitäten von Tonabnehmern und gerade Bühnenmusiker kennen es, man nimmt normalerweise jetzt nicht unbedingt die 4.000 € Gitarre mit auf die Bühne, sondern eher ein günstigeres Instrument. Mhm. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht so. Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Genau, ja. Einfach, die nicht so linear klingen und ich kann diesen Sound sehr gut einfach wiederherstellen mit dem Pedal. Das ist der Sinn und der Zweck der Sache. Dann lass doch einfach mal durch den Akustik Resonance durchgehen und ich spiele einfach mal A-Moll, strum mal die ganze Zeit durch und dann hören wir mal, wie das klingt. Einstellung übrigens klingt sehr gut, zum Beispiel mit Furchtgitarren. Also da gibt es unterschiedliche Hersteller mit unterschiedlichen Abbildungen von Frequenzen, einfach die über den Tonabnehmer rauskommen. Und ich würde es nicht pauschalisieren, aber das habe ich zum Beispiel ausprobiert. Das funktioniert in dieser Einstellung sehr gut mit einer Furchtgitarre zum Beispiel. In der Mitte kann es sein, dass es mit einer anderen Gitarre oder vielleicht mit einem anderen Tonabnehmer, wie zum Beispiel im Mikrofon, gut funktioniert. Aha. Und viele Piezo-Tonabnehmer funktionieren einfach hier in dieser Einstellung sehr gut. Ausprobieren einfach, gucken, was am besten zur Gitarre passt. Okay, nehmen wir mal die hier als Beispiel, mal so für einen Fingerstyle. Irgendwie, wenn es ein bisschen. Wenn es ein bisschen schärfer klingen soll, ja, würde ich mal probieren, weiter nach rechts zu gehen. Mach's nochmal aus zum Vergleich, das wäre mal interessant. Also der Unterschied ist echt. Da. Wahnsinn. Andere Resonanzen, ne? Und da ist das Ambience noch gar nicht an, ne? Also, nein, okay. Hall ist komplett aus. Dann machen wir mal ein bisschen Fläche mit rein. Ich benutze den Hall eher nochmal so ein bisschen dezenter, aber
Bin aber so in der Grundeinstellung, also für die Klampfe klingt jetzt eigentlich das hier so mit am natürlichsten noch am besten irgendwie. Das alles andere war schon relativ extrem. Jetzt ist es eine Gitarre. Würde es vom Kaugummi weggehen und viel dynamischer werden. Ne? Also ist, der Unterschied ist echt brutal. Also, wir hatten es aber gerade eben vom Mikrofon gehabt. Genau, pass mal auf. Ich kenne mich ja mit dieser Gitarre hier ein bisschen aus. Du kannst zum Beispiel hier auf diese erste Phase gehen, dann hast du das Mikrofon eingeschaltet. Das klingt jetzt erstmal komplett anders. Schalte ich erstmal auf. Oh ja. Und da höre ich zum Beispiel, dass einfach im Mittenbereich eher der Sound ein bisschen zu voluminös ist oder ein bisschen einfach ein bisschen über das Ziel hinausschießt, würde ich jetzt mal sagen, im Vergleich zu dem Klang, wie die Gitarre jetzt eigentlich klingt. Da muss ich natürlich, wenn ich das Ding jetzt einschalte, mal sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Notchfilter und sowas aus, um keine Frequenzen zu verfälschen. Und ich sweep hier einfach mal durch und dann schauen wir mal, wo das hier angenehm klingt. Das ist hier eine andere Stelle. Soll ich ein bisschen Strumming oder Picking? Ja, mach mal Strumming, das hört man. Muss man sagen, das ist schon ein sehr guter Tonabnehmer, der jetzt hier in die Gitarre eingebaut ist. Ich habe den Test natürlich auch mit günstigeren Instrumenten gemacht, da ist der Unterschied noch gravierender. Die meisten, die es ausprobiert haben, sagen eigentlich, das Teil schaltet man einfach nicht mehr aus. Das ist immer an, wenn man es irgendwie in der Packkette dann mit drin hat. Kommt natürlich im super stabilen Boss-Chassis, so wie man es kennt. Ne? Ja, genau. Kann man ja Atomkriege gewinnen, wenn man möchte. Mit praktischem Batteriefach drin, allen drum dran. Es gibt noch den Line-Out, der geht Stereo raus. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, also das Teil als DI-Box zu verwenden, der symmetriert das Signal im Prinzip, damit ich direkt damit in die Anlage spielen kann. Und wenn du mir auf den Keks gehst, dann drücke ich hier 2 Sekunden drauf, dann fängt er an zu blinken, wie man es jetzt sieht. Und ich habe dich gemutet. Kein Ton mehr. Ja, okay. Geil, oder? Wenn du die Klampe wechseln willst, einfach. Ne? Also für viele, die da draußen vielleicht ein Pickup eingebaut haben, ohne Tuner und ihren Clip-on-Tuner benutzen oder irgendwas anderes wollen, muten, hat man seine Ruhe. Ne? Super. Cool. Wunderbar. Gut, dann vielen Dank, dass du da warst. Immer wieder gerne. Für euch da draußen, wenn ihr Bock habt, das Gerät auszuprobieren, anzuschauen, Fragen dazu habt, kommt bei uns im Laden vorbei, checkt es aus und wir sind für euch da, wenn ihr Fragen habt.